Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witch's House. Ich habe mich hier ein bisschen umgeschaut und habe jetzt auch endlich den Hinweis verstanden mit die Blauäugige schaut auf ein Notenblatt. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss hier die richtige ansprechen, aber da hat es eine Wand und die kann man ansprechen. Und tatsächlich gibt's da dann auch was. Du siehst ein weißes Blatt. Es klemmt in einem Riss in der Wand. Ich habe keine Ahnung, ob die Schwarzhaarige die richtige ist, aber ich greife jetzt einfach mal danach und muss sofort wegrennen, weil... Okay, das war die falsche. Wir sind ein Bild. Schade. Okay, dann muss ich jetzt nur die richtige herausfinden. Ich weiß nicht warum, aber ich stelle mich bei den Rätseln hier in diesem Spiel so dumm an. Es tut mir fast echt schon leid. Ich muss jetzt gerade nur das Foto raussuchen von dem Rätsel da. Die vier Haarfarben sind grau, schwarz, blond und rot. Die vier Augenfarben sind braun, grün, blau und rot. Grauhaarige Frauen haben rote Augen. Also kann die grauhaarige Frau keine blauen Augen haben. Und braunäugige Frauen haben entweder blondes oder rotes Haar. Aber dann gibt es doch nur noch schwarz. Okay, ich muss mir den Hinweis nochmal anschauen, weil... Und es tut mir leid, Odin ist im Hintergrund. Du brauchst nicht zu spielen, ja, wollte ich auch nicht. Augenforschungen. Wissen wir folgendes. Hängt von ihrer Haarfarbe ab. Ja, aber mehr hat's hier nicht. Ha. In kleiner Schrift steht etwas auf der Tür. Lass in allen vier Räumen einen Ton erklingen. Ja. Oder muss ich vielleicht zu der Tür da oben? Ich probiere es jetzt nochmal. Ach Mann. Ha, es ist doch blöd. Hier irgendwas anders machen? Weil, also die Grauhaarige kann es ja nicht sein, aber es könnten halt auch noch hier die hier sein. Ich verstehe es einfach nicht. Habe ich irgendwo was übersehen? Oh! Alles klar, es ist die Schwarzhaarige. Aber wie komme ich denn da raus? Hä? Ha. Habe ich einen Schlüssel? Nee, ich habe nur den Brief. Okay. Ja, aber dann... Ah, okay. Das Blatt bewegt sich. Ich habe das Blatt gesehen. Das bewegt sich. Muss ich zu dem Blatt? Dieser Randalehund ist unglaublich. Vernichte das Gemälde. Aber wie? Soll ich das denn vernichten, bitte? Ich meine, nimm die Gewehrattrappe mit.
ich hier noch irgendwas... Also konnte ich hier noch irgendwas holen? Oh, die Augen verfolgen mich. Toll. Irgendwie ein Messer oder so? Der Raum mit dem Frosch. Es tut mir so leid, Frosch. Eine große Spalte. Vielleicht habe ich auch irgendwo einfach ein Messer übersehen und hätte eigentlich schon längst ein Messer haben sollen. Da war der Frosch. Es tut mir so leid, Frosch. An der Wand klebt etwas Rotes. Was das nur sein kann? Komisch. Ach, das war hier das... Wo der Typ sich erhängt hat. Ups. Der kaputte Spiegel. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ich soll das Gemälde kaputt machen, aber wie? Da ist jetzt der blaue Schmetterling. Hier hat es nur leere Fässer. Aber so weit zurück kann das ja eigentlich fast nicht sein. Ein Buch mit dem Titel So speiste der Adel. Ein mit Kratzern übersätes Schneidebrett. Wo ist das Messer? Mhm. Ups. Ich will doch einfach nur ein Messer. Oh ja, stimmt, da war ja der Teddy. Upsi Daisy. Hier war ja aber auch nichts. Ich öffne mich, sobald das Haus wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückgekehrt ist. Okay. Spielladen. Ich sehe es schon kommen. Wir werden hier wieder nichts geschissen bekommen, weil ich es nicht raff, wie ich das Gemälde kaputt machen soll. Nimm einfach eine Teetasse mit. Ups. Oh, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Wenn doch, tut's mir leid. Ah. Hä, aber... Ich verstehe es nicht. Ich meine, hier hat es doch auch nichts mehr. Ich komme hier in den Raum nicht rein. Zerstöre das Gemälde. Hübsche Lilien sitzen in der Vase. Oh. Wie soll ich dieses blöde... Ach so, warte, das Gemälde zerstören. Ah! Abreißen. Ich bin so doof. Es tut mir so leid. Auf dem Notenständer liegt nichts. Nichts tun. Notenblätter. Du hast das Notenblatt auf den Notenständer gelegt. Nichts tun. Genau, weil wir dürfen ja nicht spielen. Der Flügel scheint von allein zu spielen. Ein Aufziehschlüssel fiel aus der Vase. Aufziehschlüssel des Königs erhalten. Okay. Was mache ich jetzt mit dem? Ach so, warte, ja. Die Uhr.
Ach. Kannst die Uhr nicht reiten. Oh, komm schon. Dieses Spiel macht mich so fertig. Warum hat die da jetzt rausgeguckt? Du hast den Aufziehschlüssel des Königs in das Aufzugsloch gesteckt und die Uhr aufgedreht. Die Uhr beginnt zu ticken. It's a time bomb! In allen vier Räumen erklang ein Ton. Scheinbar hat sich irgendwo etwas geöffnet. Weg, 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 weg. Raus. Hüpte. Seine Beine sind gebogen. Mhm. Ganz natürlich, also. Die Tür ist jetzt offen. Warum? Eine schluchzende Statue einer Frau. Ansprechen. Mein Ring, er ist verschwunden. Okay. Dann müssen wir wohl einen Ring suchen. Dunkles Glasfenster. Oh. Ja, hau einfach die Wand ein. Alle anderen Protagonisten bräuchten hier eine Brechstange oder was weiß ich was. Sie macht's einfach mit der Hand. Tagebuch der Hexe. Ich hasse meine Krankheit. Wegen ihr kann ich nicht raus. Nur wegen ihr hat mich niemand geliebt. Das klingt hart. Rosen schmücken den Tisch. Und wo ist der Ring? Ah, ich will jetzt da nicht mehr zurück. Och nein. Warum? Oh. Da war jemand nicht so sehr amused. Ein Kamin. Hineinschauen. Da ist ein Loch und eine Eisenleiter, die nach unten führt. Ja, ganz unauffälliger Pfeil. Ganz unauffällig. Ah. Warum? Warum geben die mir... Steht voll mit Weinflaschen. Die Büste eines Mannes. Warum? Und warum gehe ich da hinterher? Zwischen den Rippen steckt ein paar Essstäbchen. Goldene Essstäbchen erhalten. Was soll da nur schief gehen? Lässt sich nicht öffnen. Oh. Sitzen einfach nur Männer. Toll. Eine Frau. Yay. Eine einzige Frau. Die! Nicht cool. Ich will hier raus. Die! Ich
mal kurz speichern. Bitte, Kätzchen. Hab ein lautes Geräusch gehört. Ist was passiert? Warum spiele ich solche Spiele? Warum mache ich sowas? Ich probiere jetzt einfach mal aus. Ach, zum Kochen verwendet werden. Ja, hier. Der Topf kocht. Nichts tun. Ich kann hier die goldenen Essstäbchen nehmen. Ja, okay. Das Feuer ausmachen. Und die goldenen Essstäbchen nehmen. Der Deckel ist immer noch drauf. Deckel abnehmen. Mit einem Geschirrtuch abgenommen und zur Seite gelegt. Goldene Essstäbchen. Da ist der Ring drin. Du hast etwas mit den Essstäbchen greifen können. Schweinering erhalten. Nein. Warum? Warte, da liegt ein Zettel. Pack sie dahin, wo du sie hergeholt hast. Oh nee. Ein Stäbchen zurückgeben. Wohin? Aus den Rippen haben wir sie geholt, oder? Hier, lauf, lauf. Ich kann hier drin leider nicht rennen. Du hörst, wie jemand die Treppen hinabläuft. Oh Gott. Mein Ring. Ja. Er ist geschwärzt und stinkt fürchterlich. Ja, hier, bitteschön. Die tötet mich doch jetzt. Das ist mein... Ich danke dir. Scheinbar hat sich irgendwo etwas geöffnet. Die Tür ist jetzt offen. Nein! Eine rote Flüssigkeit fließt aus ihren Scherben. Die hat sich bewegt. Warum bewegt sich hier alles, was kaputt ist? Dunkelheit breitet sich aus. Ja, schön. Und hier ist es auf einmal wieder hell. Das macht keinen Sinn. Okay, spiel einfach das Spiel. Ich will... Oh Mann, ich darf da nicht rausgucken. Spiel einfach das Spiel. Spiel das Spiel. Da, da, da. Nichts tun. Ich nehme doch nicht einfach eine Puppe. Aber... Ich habe keinen Hinweis bekommen. Was soll ich hier machen, bitte? Das Glasfenster ist zersprungen. Draußen ist es stockdunkel. Hä?
Was? Was will dieses Spiel von mir? Und warum kam dann plötzlich die Hexe? Ein violettes Podest. Puppe mitnehmen. Puppe hinsetzen. Puppe mitnehmen. Ich mache jetzt einfach mal so, wie ich denke, dass es sich gehört. Wahrscheinlich werde ich dann getötet. Ah, dieses Spiel. Ah. Also ich habe das... Ah, okay. Ich habe das noch nie selber gespielt. Ich habe es... Ich hasse Puppen in Spielen. Ich habe das bisher nur gesehen. Ja, wir sind hier anscheinend in der obersten Etage. Oh, okay. Ist bald zu Ende. Eine Teetasse mit Ingwertee. Wunderschöne Blume. Wie geht es dir? Voll nett. Oh! Das ist nur von dem Baum. Ich dachte gerade schon Secret, aber wahrscheinlich nicht. Vögel fressen Grünzeug. Wir brauchen Vögel. Ein unheimliches Gewächs blockiert den Weg. Ein Buch mit dem Titel Gesprächige Pflanzen. Sie sind schön und gesprächig. Dies sind ihre Eigenschaften. Die weißen Blumen sind die schönsten im Garten. Seltsamerweise leuchten ihre Blüten, sobald sie dem Regen ausgesetzt werden. Die roten Gräser wissen sehr viel. Allerdings lügen sie ständig, also sei vorsichtig, wenn du dich mit ihnen unterhältst. Toll. Die gelben Blumen sind hübsch, haben jedoch einen recht eigenen Charakter. Aus ihren Pollen lässt sich eine wertvolle Medizin herstellen, die entweder Leben retten oder einen sogar umbringen kann. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Entweder wir heilen dich oder wir bringen dich um. Man erkennt rein gar nichts hinter den Gitterstäben. Medizin. Ein Vogelkäfig. Ansehen. Etwas scheint schwach mit seinen Flügeln zu flattern. Oh. Oh, die roten Blumen. Flüstern sich etwas zu. Okay. Abgeschlossen. Du hörst jemanden stöhnen. Ansprechen. Hatschu, Röchelhust. Medizin. Hast du welche? Habe ich nicht. Oha! Das hat mich angespuckt. Vollidiot. Ach, hier kann ich durch. Aber hier ist nichts. Ein großes Loch ohne Boden. Toll. Ein unheimliches Gewächs blockiert den Weg. Kann ich den Vogel hier rauslassen? Tür des Käfigs öffnen. Es ist fest verschlossen. Hehehehe. Okay, dann gehen wir mal darüber. Da sind die gelben Blumen. Ein Regal gefüllt mit Tee und Süßigkeiten. Kuchen wäre was Gutes. Hm, Kuchen. Eine große Standuhr. Die Zeiger der Uhr ticken behutsam. Nichts tun. Wir fassen nichts an. Die! Tagebuch der Hexe. Dann kam ein Mädchen zum Spielen. Ein süßes Mädchen mit blonden Zöpfen. Mhm. Hi. Ich will da tatsächlich noch nichts tun. Hier drin ist es stockdunkel. Okay. Sie ist solch eine Plage. Will denn niemand dieses Mädchen? Würde doch nur jemand? Oh, ja. Wir würden unsere besonderen Pollen teilen. Herrje, du hast ja ziemlich dicke Arme. Ohohoho. Hallo? Bodyshaming in Spielen ist nicht nett. Wenn sie nicht wäre, wären wir die Allerschönsten im Garten. Ja, nicht wahr? Ah. Wenn du die Blumen... Passiert das Gleiche mit dir. Aber
ich darf sie nicht töten, weil sonst dasselbe mit mir passiert. Wie geht es dir? Oh, es tut mir so leid. Geil. Die Blume einfach. No shit, das mache ich nicht mit. Okay. Ich brauche ja die besonderen Pollen. Hier hat's nichts. Möchtest du wissen, wie man eine Blume zuhören? Keine der drei Methoden ist der richtige Weg, um sie zu... Gib's doch einfach auf. Ich vergaß, wie man sie richtig... Ob es jetzt abschneiden oder entwurzeln war. Sowohl entwurzeln als auch pflücken sind die richtige Methode, um sie zu... Okay, also wenn die... Abschneiden oder entwurzeln. Ich meine, wenn sie hier lügt, dann ist entwurzeln und pflücken nicht die richtige Lösung, sondern man muss sie abschneiden. Aber wie schneide ich sie ab? Ich habe nichts zum Schneiden. Ein kleiner Schädel liegt auf dem Stuhl. Den nehmen wir doch mit. Kann ich den da hinten reinwerfen? Nö, okay. Eine Hecke aus künstlichen Rosen. Vögel fressen Grünzeug. Unterm Tisch schauen. Ein Schädel. Jetzt mehr Schädel. Oh. Das Licht geht nicht mehr. Ja, wer hätte es gedacht? Kann ich die anfassen? Nichts passiert. Okay. Ah, wie genial. Haben wir hier mit Tee und Süßigkeiten? Ich hätte aber schon gern irgendwie ein Messer oder so. Ein Schädel. Nehmen wir mit. Und welches flauschiges Bett? Schläft sie da ein? Nein, okay, schade. Also wahrscheinlich gut, weil hier drin ist es stockdunkel. Ich habe keine Ahnung, was man mit den Schädeln machen kann. Wie geht es dir? Habe ich... Okay, den habe ich noch nicht. Okay, und dann sitzt ja da der Schädel. Den nehmen wir mit. Steht jetzt da was... Großes Loch ohne Boden. Ich habe keine Ahnung. Aber hey, wir haben immerhin irgendwas geschafft. Kann ich da den Schädel benutzen? Nee. Okay,
Sind die vertrocknet oder aus wunderschönen Blumen? Hm. Ja gut, aber wir haben immerhin irgendwas geschafft. Oh, ich kann mit dem Baum reden. Brauchst du etwas? Ja. Du kannst mir einen Gefallen tun. Sei still. Das ist voll gemein. Ach ja, ich sollte dich warnen. Lass die Finger vom Hüter der Zeit. Ja, danke für die Warnung. Die kommt ein bisschen zu spät. Eine Hecke aus künstlichen Rosen. Ja gut, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, was wir hier noch so alles anstellen können. Wer weiß, wer weiß. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.